Ja. Ja, wie? Na, ich muss gucken, dass ich Bier braue und eine Kaserne hinkriege. Ja, will. Ja, will. Prost out. Hier liegt nochmal Gold rum, das wir nicht so unbedingt brauchen. Und wir haben den Müller erfunden. So, du wirst wieder Bauarbeiter. Und wir bauen eine Bäckerei. Ja, genau hier hin. Das ist perfekt. Riemenarbeiter-Zelt ist fertig. Müller ist erfunden. Ach ja, wenn wir schon dabei sind, eine Schule bitte. Ah, von mir aus dahin. Okay, hier sehe ich tot. Ja, will. Ja, will. So, und jetzt habe ich die gesamte Nahrung von denen aufgebraucht. Oh, da ist neue Nahrung. Ja? Also, ich sollte mich aus dem Gebiet raushalten. Auf jeden Fall, so wie es aussieht, kämpfen hier die Nachos gegen den Gegner. Da sammeln sich neue Nachos. Verstaut? Da ist ein Kadaver. Und du driftest mir ehrlich gesagt zu weit ab auf deiner Suche nach Holz. Hört Pakal, Priester des Volkes von Palenque. Wir sind ein friedliebendes Volk. Inti segnet unsere Ernten und wacht über den Frieden in unserem Land. Man hat Pakal von eurer Not berichtet. Seid versichert, dass die Palenque ebenso wie ihr den Frieden lieben und mit diesem schändlichen Überfall nichts zu tun haben. Lasst die Waffen schweigen und zieht den Frieden weiter. Okay. Wir stellen sie mal auf neutral. Bei uns greifen sie nicht an, so wie es aussieht. Die haben scheinbar nur ein Problem mit den Nachos. Bruder, glaub nicht den Worten der klappernden Schlangen. Der Fremde spricht mit gespaltener Zunge. Chicken Wing ist sicher, dass dies die Feinde sind, welche die Nachos überfallen haben. Möge man ihnen uns Kraft schenken im Kampf gegen diese bösen Dämonen. Mhm. Ansgar ist hungrig. Na, da soll er was essen. Ist ja schon mal praktisch, dass da Nahrung rumliegt. Ja, ja, dich schicke ich mal nach Hause. Du findest nämlich deinen Arbeitsplatz gerade nicht. Also ja, ich brauche mich eigentlich gar nicht weiter umgucken.
Ich muss nur gucken, dass ich die demnächst mit Bier versorge. Also ja, Palenke haben nichts gegen uns. Im Augenblick jedenfalls nicht. Ja, will. Das ist auf jeden Fall schon mal zu unserem Vorteil. Das heißt, wir werden nicht angegriffen. Nicht solange wir den Krieg erklären. Was aber irgendwie dafür spricht, dass was mit den Nachos nicht stimmt. Weil während die Palenke so... Oh, ein Goldsucher. Während die Palenke so gefährlich wie die Nachos behaupten, dann hätten sie uns sofort angegriffen. Oder wären mit uns auf dem Kriegsfahrt. Ja, das heißt, wir gucken, dass wir unsere... Siedlung weiter aufbauen, in aller Ruhe, wie immer. So, die Schule ist schon mal fertig, das ist gut. Ja, immer einen Überblick über die Soldaten haben. Weil die Nachos haben es geschafft, den Schwertkämpfer der Palenke zu töten. Und ja, Bier herstellen. Ja, Björni kann ich schon mal zum Heiraten schicken. Dich kann ich auch schon mal zum Heiraten schicken. Genauso wie ich Sven zum Heiraten schicken sollte. So, Bäckerei ist fertig. Das heißt, du fängst an zu backen. Ja, du schmeißt jetzt erstmal das Weizen hier irgendwo hin. Genau. Gut. So, jetzt ist es an der Zeit. Also Ströller und Sven bleiben. Wobei, ich mach Ströller zu meinem Jäger. Und Lotjolf zu meinem Holzfäller.
und Westein zu meinem Lehmsammler. So, unverheiratete Frauen. Ja, okay. Okay, fand keinen Ehepartner. Wo ist denn unsere letzte Frau überhaupt? Ernsthaft, wo ist... Ah, da bist du. So, jetzt wird's Zeit, dass die Produktion überall in Gang kommt. Oh, die Nachos haben es geschafft, irgendwas einzureißen. Wisst ihr was? Wir speichern hier einfach mal sicherheitshalber und dann nehme ich mir einen meiner Bogenschützen. Dich. Und dann gucken wir uns mal mehr um da unten. Ich weiß nämlich nicht, ob sie uns feindlich gesonnen sind, wenn wir mit Soldaten reinmarschieren. Oder ob das denen egal ist. Ich kann auf jeden Fall hier in der Wüste gut was bauen. Ich kann sogar noch hier in den Berg bauen, das ist gut. Du baust Nahrung, das ist verständlich. Was passiert, wenn ich dir auf freundlich stelle? Und dann tut sich überhaupt nichts. Okay. Oh, da soll ein neuer Kriegsturm gebaut werden. Bis jetzt haben sie nichts gegen mich, okay. Da ist ihre Goldmine, also sie schürfen Gold. Das erklärt die ganzen Goldnuggets, die rumliegen. Sie haben sogar einen Goldschmied. Eine Lagerstätte, in der sie Gold einlagern. Sie haben hier kleine Truppe. Mhm. Durch die kommen die Nachos allerdings nicht durch. Hier sind noch mehr Schwertkämpfer. Kriegsturm, okay. Fischerei. Jäger, Holzfäller, der Lehmarbeiter. Oh, da oben ist etwas Nahrung. Also ja, sie sind auf jeden Fall hier unten. Beheimatet. Die Azteken. Okay.
Ich kann ein Vorratszelt, aber kein Vorratslager bauen. Egal. Ein Vorratszelt wird's tun.